Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Final Fantasy 7, nur nochmal vernünftig ausgesprochen. Beim letzten Mal haben wir uns von Cloud in Claudette verwandelt. Wie ist das beim Rumlaufen? Okay. Um nämlich in Don Cannellonis, Corneos, Cannelloni, in den sein Anwesen zu kommen und seine Villa, weil Männer sind da drin nicht gern gesehen, aber wir sind ja kein Mann mehr. Also dürfen wir jetzt rein? Ja, Junge, Junge, deine Freundin ist ja auch ganz schön heiß. Hereinspaziert. Zwei Damen kommen. Oder so ähnlich. Okay. Hallo, meine Damen. Ich werde den Dom Bescheid sagen, dass ihr da seid. Wartet hier und schnüffelt nicht rum. Das ist unsere Chance. Komm, suchen wir tiefer. Bist du hier drin? Okay. Ja, wahrscheinlich oben. Steht da irgendwas? Wir können da nicht direkt lesen, okay. Geschlossen. Wie ist es hier? Ein dunkler Keller? Okay. Was zur Hölle? Und Glückstreffer. Tifa? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Aerith. Cloud hat mir viel von dir erzählt. Und wer bist du? Ach, du warst doch mit Cloud im Park. Ja, mit Cloud. Oh. Mach dir nichts draus. War eine Zufallsbekanntschaft. Es ist nicht der Rede wert. Alter. Was meinst du, mach dir nichts draus? Woraus? Nein, versteh mich nicht falsch. Cloud und ich sind zusammen groß geworden. Nichts weiter. Armer Cloud, da muss ich hier stehen und zuhören, wie wir ihn nichts nennen. Was, Cloud? Cloud? Alter. Ja, warte mal, darf ich mal eben vorbei? Darf ich mal gerade hier durch? Ja, dankeschön. Ein Äther. So, bevor wir den gleich übersehen oder so. Cloud? Was hast du denn da an? Und was machst du hier? Vergiss es. Was ist nach deinem Sturz passiert? Bist du verletzt? Lass mich doch mal zu Wort kommen. Ich habe die Sachen hier an, weil ich sonst nicht hier reingekommen wäre. Mir geht's gut. Aerith hat mir geholfen. Oh. Aerith. Tifa, erzähl mal, was machst du denn hier? Tja, ich halte mir einfach die Ohren zu. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Danke. Was ist denn passiert? Als wir von Reaktor Nummer 5 zurückkamen, war da dieser seltsame Mann. Naja, und Barrett schnappte ihn sich und quetschte ein paar Sachen aus ihm raus. Und da wurde der Don erwähnt. Ja, Don Corneo oder Cannelloni. Barrett hat mir gesagt, ich sollte dem Lustmolch aus dem Weg gehen. Aber etwas beschäftigt mich. Ja, du wolltest also die ganze Sache direkt von Corneo erfahren. Und darum bin ich hierher gekommen, aber jetzt stecke ich in der Patsche. Corneo sucht eine Frau. Jeden Tag holt er sich drei Mädchen, wählt sich eine aus und dann... Und ich muss heute das Mädchen sein. Das ist die einzige Chance.
Alter. Entschuldigt, ich hab's zufällig gehört. Wenn du die drei Mädchen kennst, gibt's doch keine Probleme, oder? Naja, aber... Also wir haben hier zwei, richtig? Nein, Emmett, ich kann nicht zulassen, dass du mit reingezogen wirst. Ah, aber Tifa darf sich in Gefahr begeben? Nein, ich will auch nicht, dass Tifa mitmacht. Wär's dir recht? Ich bin in den Slums groß geworden. Ich bin an Gefahr gewöhnt. Vertraust du mir? Ja. Danke, Frau Aerith. Nenn mich Aerith. Hey! Oh. Es ist soweit, meine Damen. Der Don wartet auf euch. Ich habe doch gesagt, ihr sollt nicht herumschnüffeln. Also Frauen heutzutage. Nur macht schon. Ich brauche wahrscheinlich gar nicht zu fragen, aber das dritte Mädchen bin ich, nicht wahr? Du hast recht. Es war unnötig. Zu fragen. Ja, ist ja ganz toll. So, sind wir in der Party? Wir sind in der Party. Wie kann ich hier eigentlich, So. Ich weiß immer noch nicht genau, was das heißt, aber... Vielleicht ist das ja so eine Konstellation. Obwohl, dann wäre es glaube ich doch schlau, dass wir sie in den Hintergrund packen. Fürs Heilen. So. Aber ich wollte jetzt tiefer noch mit der... mit der Metallfaust. Und dem... Ach, haben wir keinen Mithril-Reif? Einen Titanreif haben wir geholt, ne? Genau. So. Hat keine Zauber. Okay. Ja gut, dann... Die werden noch Verdacht schöpfen, wenn wir uns nicht beeilen. Weißt du, wenn man nicht genau hinschaut, siehst du gar nicht schlecht aus. Was Baron wohl sagen würde, wenn er dich jetzt sehen könnte. Oh, erzähl ihm das doch niemals, bitte. Niemals. Am Ende steht er auf Blonde und wir sind dran. Der Don wartet in seinem Zimmer. toll. Hallo, Don Lustmolch. Ach du Scheiße. Hallo? Müssen wir jetzt echt einmal rumlaufen mit dem Quatschen? Also, meine Damen! Stellt euch vor den Don auf! Oh, gut. Na gut. Großartig. Also, dann wollen wir mal sehen. Welches Mädchen soll ich mir aussuchen? Das hier? Oder das? Ne. Ja, ich habe mich entschieden. Meine Wahl für heute Nacht ist... diese kleine Schönheit. Sei nett, Don. Ihr könnt die anderen haben. Ja, Chef. Vielen Dank, Chef. Also, geben wir meine Schöne... Oh Mann. Hey Jungs, wir haben Besuch. Wir werden uns gut um euch kümmern. Das haben wir alles unserem Boss, Don Cannelloni, zu verdanken. Ein dreifaches Hoch auf Don Cannelloni. Haha, also meine Damen. Sind wir, soweit? Alter, nein! Nein, bitte nicht, nein!
Hey da, langsam. Kann ich nicht irgendwie hier Fernseher? Ja, was stimmt nicht mit euch? Oh, scheiße. Hey, eine Phoenix-Feder. Nice. Ich will nicht. Mach mich in Ruhe. Scheiße. Wir kommen nicht vorbei. Ich meine, irgendwie durchs Fenster raus oder so. Was soll irgendwas geben? Nein. 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 Ach komm schon, Schatz. Mir wird ganz anders. Willst du tanzen? Darfst dich nicht verschanzen. Vielleicht kommt's zu Romanzen. Oh, deine Augen. Die glühen ja geradezu. Du kannst mit mir machen, was du willst, Schatz. Hey, wir wollen hier raus. Hallo. Hallo. Ich überlege gerade, was ich tun soll. Oh, schon eine Menge Alkohol. Sind die irgendwo raus? Irgendwo? Hallo? Hilfe! Dance, 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 so. Soll ich ein bisschen bei dir sitzen? Nein, das ist sehr nett, aber nein, danke. Weil... Weil? Weil... Von einem struppigen etwas wie dir will ich nichts wissen. So. Also. Ein Mann? Verflixt nochmal, du dachtest, du könntest hier ungestraft davonkommen. Schnappt ihn euch, prügelt ihn durch. Oh Mann, so ein Dreck. Wahrscheinlich ist ein Blitz gar besser. Oh. Ey. Ey. So. Nice. Also was ist denn mit euch? Was ist denn los mit euch Nieten? Komm schon, ich zeige euch, wie es geht. Na toll. Jetzt haben wir die Elite-Truppe am Hals oder was? Attacke! Da steht nur einer. Was? Dum, dum. Also. Dum, dum, dip, dip, dum. Haben wir's jetzt? Dankeschön. So. Jetzt würde ich mir aber gerne mal im Heiltrank reinhauen. So. So, jetzt ist die Frage, wo ist Aerith? Wo ist Aerith? Ja. Die werden sie doch wohl nicht im Keller haben, oder? Das wäre ja schon sehr... Nein! Ach du Scheiße. Haha, warte du! Na komm! Tut mir leid! Wow! Oh! Da lacht er. Alles okay? Wie gesagt, ich bin gefahrgewöhnt.
komm, nur einmal. Ich sag's auch niemandem. Ehrenwort. Ich wollte nur so tun, als ob ich ein süßes Mädchen hätte. Süß. Naja, okay. So, retten wir tiefer. Bevor die noch begrabbelt wird. So, wo war das jetzt? Hier hinten durch. Ist hier noch irgendwas anderes? Eben gucken. Rein offensichtlich. Das wäre eine Kiste oder so, aber offenbar nicht. Gut, schnell! Oh, komm schon. Sei doch nicht so schüchtern. Ich weiß. Aber wissen Sie, Don Corneo, ich möchte, dass Sie mir etwas erklären, bevor wir anfangen. Ach, du meinst das? Mach dir keine Sorgen, ich bin nicht verheiratet. So, fühlst du dich jetzt besser? Nein, das wollte ich nicht wissen. Na, Augenblick, nein, noch nicht. Komm, oh, ich kann nicht länger warten. Hier kommt Papa. Cloud. Das ist das bescheuert. Was zum Geier ist los? Wer ist da? Du verstehst mich immer noch nicht, was, Don Corneo? Verstehe was? Halt den Mund, jetzt stellen wir die Fragen. Was sollten deine Agenten herausbekommen? Rede! Wenn du es nicht sagst... ...hacke ich sie ab. Nein, bloß nicht, ich werde reden, ich erzähle euch alles. Also, erzähl. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen herausfinden, wo der Mann mit dem Gewehrarm war. So war mein Befehl. Von wem? Nein, wenn ich euch das sagen würde, würden die mich umbringen. Red schon. Wenn du uns nichts sagst, reiß ich dir was ab. Es war Heidegger von Shinra. Heidegger, der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit. Der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit? Hast du Shinra gesagt? Was haben die vor? Sag schon. Wenn du es uns nicht sagst, zerschlag ich sie. Also du meinst es ernst, nicht wahr? Oh Mann. Ich mache auch keine Spielchen, weißt du? Oder sie das? Shinra versucht, eine kleine Rebellengruppe namens Avalanche niederzuschlagen und will ihr Versteck infiltrieren. Und Shinra... Was? Und Shinra will sie wirklich niederschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie den Pfeiler der Platte über ihnen sprengen. Den Pfeiler sprengen? Weißt du, was passieren wird? Die Platte wird Peng machen und alles wird kaputt gehen. Ich habe gehört, ihr Versteck ist in den Slums von Sektor 7. Ich bin froh, dass es nicht hier in Sektor 6 ist. Sie wollen die Slums in Sektor 7 zerstören? Cloud, kommst du mit mir zu Sektor 7? Klar, Tifa. Augenblick mal. Halt den Mund. Nein, wartet. Es dauert nur eine Sekunde. Was glaubt ihr, wie sich ein Dreckser wie ich fühlt, wenn er von Wahrheit redet? Weil du aufgegeben hast, weil du dir deiner Sache sicher bist, weil du nicht weißt, was los ist. Falsch. Ach du Scheiße. Oh ja. Dumm, dumm, dumm. Dumm. Was machen die Vorbereitungen? Das sieht gut aus. Ich habe die Törste mit beauftragt. Präsident, sollten wir wirklich gegen eine Gruppe aus wenigen Mitgliedern vorgehen? Was ist los, Reed? Willst du aussteigen? Nein. Aber als Leiter der Städteplanung hatte ich mit
hatte ich mit Bauverwaltung in Midgard zu tun. Deshalb... Reef, deine persönlichen Probleme solltest du zu Hause lassen. Der Bürgermeister ist ebenfalls dagegen. Bürgermeister? Du meinst den Typen, der den ganzen Tag im Gebäude hockt und sich vollstopft? Darf ich mich entschuldigen, Präsident Shinra? Du bist müde. Warum nimmst du dir nicht ein paar Tage Urlaub? Wir zerstören Sektor 7 und berichten, dass Avalanche dahinter steckt. Dann leiten wir die Shinra Inc. Ich weiß bis Incorporate oder was heißt das? Eine Rettungsaktion ein. Das ist perfekt. Voll in der Gülle gelandet. Geht's wieder? Ja. Geht's wieder? Mann, das ist furchtbar. Naja, das Schlimmste ist vorbei. Oder auch nicht. What the fuck? Abwasserkanal Tsunami? Bitte was? Feuer ist gut. Und nun Blitz. Und noch punchen. Und Limit-Attacke. Und heilen. Am besten Cloud. Und Angriff. Und wieder der Abwasserkanal-Tsunami. Oh no. Heilender Wind. Cool. Wir haben erstmal alle geheilt, das ist ja sehr nice. Nun, Punch. Fausthagel. Das Vieh kriegt auch nie genug, ne? Nochmal. Puh. Ich frage mich, wer kann denn die Schutzmaterie auswählen? Nice. Eine Phönixfeder. Oh, ein bisschen Geld. Sehr schön. Es ist zu spät. Marlene, Barrett, die Leute in den Slums. Die Hoffnung nie auf. Es ist bestimmt nicht einfach, den Pfeiler zu zerstören, oder? Ja, du hast recht. Noch haben wir Zeit. Gut. Und diese Zeit nutzen wir beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Part.